probieren wir es. Das wird so schief gehen. Ganz ruhig. Oh, das sind richtig viele, guck mal. Leute, Leute, die haben sogar Panzer, die haben sogar Panzer, die haben sogar Panzer. So, 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 wohin, wohin, wohin? Ganz ruhig. Da vorne müssen wir hin, da ist blau. Eieieiei, ganz ruhig. So, schön vorfahren. Und jetzt einfach aussteigen. Mach schnell bitte. Hier müssen wir hin. Steig ein, steig ein. Jetzt nach oben. Go, go, go. Mach hin. Los, 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 los. Ich drück schon da oben die ganze Zeit. Da braucht halt ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger. So, ganz ruhig. Häng den Militärhubschrauber ab. Jo. Gott sei Dank haben wir die scheiß Flugschule gemacht. Sonst wäre das voll schief gegangen, Leute. Wir haben 4 Sterne. Aber da sind noch keine Düsenjets hinter uns, also passt das erstmal. Alter. Die schießen auf uns, ja, mit Raketen. Ich muss hier ein bisschen nach oben. Weil ich nicht gegen den Berg fliegen will. Wir sind jetzt hier ganz gut auf. Wow, 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 wow. Da muss ich halt immer entscheiden mit dem Hubschrauber. Entweder nach oben oder schnell. Ich will aber schnell sein und nach oben. Müssen wir erstmal hoch hier. Wow, 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 wow. Die treffen wir erstmal nicht. Gott sei Dank nutze ich keine Düsenjets, weil dann hätten wir ja die absolute Arschkarte. Ich glaube, der 5 Stern soll das so sein, wurde mir geschrieben. Ja gut, also ich glaube, wir schaffen das jetzt hier. Ich hoffe es zumindest. Sehr gut, wir gibt es zum Hangar. Alter. Das war aufregend gewesen auf jeden Fall. Aber der Plan einfach reinfahren und klauen hat funktioniert. Ja. Michael kann damit umgehen, sogar besser als du mittlerweile. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's the heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Ja, schießen kann ich damit nicht, ne? Aber ich darf jetzt nicht Y drücken, das wäre der Hardcore-Fehl schlechthin. Deswegen lasse ich's. Na gut, dann machen wir mal zum Hangar. Ah, jetzt gucken wir jetzt mal richtig weit oben. Ah, schneller geht nicht mit dem Teil. Ich drück schon so weit nach vorne, wie es geht hier. Wo ist denn der Stützpunkt jetzt? Da links, guck mal. Puh, na gut, dass wir so ein schnelles Auto hatten. Aber es hat funktioniert, was mich auf jeden Fall freut. Und so schlecht war das nicht, dass ich die Weste geholt habe. Sieht ja auch, wir wurden noch getroffen, aber es lief halt verhältnismäßig gut. Es hätte ja auch noch ein bisschen behäbiger, schlechter ablaufen können, dass wir mehr Schüsse abbekommen. Deswegen war das nicht so schlecht, dann noch so eine Weste zu holen. Und da haben wir es jetzt auch erstmal für die Zukunft was Gutes. Ich muss dann unbedingt dran denken, dass wir da ein Medikit holen. Bin ich happy, dass wir das Ding haben. Dann haben wir alles, ne? Dann haben wir das U-Boot und den Hubschrauber und dann kannst du sozusagen losgehen mit dem Coup. Oh, da vorne ist es doch dann bestimmt gleich, oder? Hier waren wir ja schon mal mit dem Auto gewesen, aber. So langsam, so nach den letzten Folgen, da freut man sich sogar mal, wir müssen in diesem Gefühl gekehrt so sein. Kommt halt auch hier schon ein bisschen Erinnerungen hoch, was wir da so gemacht haben. Ist ja so ewig her. So, hier lang. Mal ein bisschen Kinokamera. Ich kann ja schon mal ein bisschen Höhe verlieren. So, mal links. Links sage ich so, noch rechts. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier. Hier ist der Landeplatz, Leute. Okay. Das war jetzt gar nicht so einfach. Hubschrauber landen ist nicht so einfach, finde ich. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal Höhe verlieren jetzt die ganze Zeit. Geht's nach unten? Ich glaube, ne? Eieieiei.
jetzt einfach mal runter. So, einfach mal jetzt so bleiben erstmal. Den Rest können wir dann just hier mal weiter unten sind. So. Schieb mal links. Da hinten. Stopp, stopp, stopp. So ungefähr. Erstmal die Ruhe bekommen und jetzt können wir an sich einfach nach unten machen. Das zählt jetzt noch nicht, wir müssen dahin. Okay. Ja, das ist ja bescheuert. Da lande ich dann schön auf dem Paar. Jetzt aber, oder? Ja, sehr gut. Wir haben es geschafft, Leute. Cool! Bestanden. 50%, Missionszeit 5 Minuten 53 Sekunden. Ja. Ja, wenn man weiß, wo es direkt hingeht und so, dann kann man natürlich eine bessere Zeit fahren. Cargo Bob. Haben wir geschafft hiermit offiziell. Das freut mich auf jeden Fall. Dann kann es jetzt an sich, wir haben da jetzt letztendlich alles, denke ich. Da kann es an sich losgehen. Gut, müssen wir da jetzt mal Karte gucken. Ich glaube, jetzt wird da nichts sein. Ich hoffe, da kommt jetzt gleich irgendwie irgendwas, was eine Statusaktualisierung, ein SMS oder so. Schnappen wir uns mal hier das Auto. Das sieht doch cool aus. Ich glaube, damit können wir ein bisschen Spaß haben. Schickes Ding. Ich glaube, so eins hatten wir. Hatten wir denn schon mal nicht so eins? Ah, das hatte doch nicht so eine gute Federung gehabt, ne? Ich glaube, das hat eine bessere Federung hier. Wir haben natürlich jetzt so ein paar Random Quests, Leute, aber ich glaube, ihr als auch ich, wir wollen jetzt unbedingt den Coup machen, oder? Also deswegen wollte ich jetzt straightforward, wie gesagt, versuchen, das zu starten. Kriegen wir jetzt irgendwie eine SMS oder so? Wir können mal Michael anrufen, vielleicht passiert da dann irgendwas. Kontakte. Michael. Nee, abhängen will ich nicht. Ja, das ist scheiße. E-Mail, SMS. Ja, ja, das haben wir jetzt alles gelöst mittlerweile. Puh. Ist halt die Frage, ob ich wahrscheinlich sollte ich jetzt vielleicht auf Franklin wechseln oder Michael oder so, das kann sein. Ich bleibe mal noch so ein, zwei Minütchen auf dem Trevor vorsichtshalber, aber vielleicht kommt dann irgendwas. Aber wir haben an sich jetzt alles gemacht. Wir haben alles gemacht. Ich guck mal eben nochmal Karte, aber da war nichts mehr. Das sind nur die zwei Fragezeichen. Aber das wollte ich jetzt dann erstmal nicht machen, das wollte ich später machen. Und das ist für Michael hier. Aber mit denen haben wir ja dann auch keine weiteren Quests mehr. Kann natürlich sein, dass wir als Voraussetzung dann erstmal noch mit Michael hier das B machen müssen oder so. Das kann sein. Also wenn da jetzt in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten 30, 60 Sekunden nichts passiert, dann wechsle ich entweder auf Franklin oder Michael und mache dann erstmal noch die Quests und hoffe, dass sich dann irgendwann was ergibt. Dass wir den Coup drehen können. Wir haben ja jetzt alles. Wir haben den Hubschrauber, wir haben das U-Boot, das war's. Wir haben alles, was wir brauchen. Und ich fahre halt, naja, ich fahre jetzt erstmal orientierungslos, weil ich jetzt erstmal kein Ziel habe mit ihm hier. Im Zug muss man aufspringen können. Wenn man sieht, ob man hier auf Zug fahren kann. Wahrscheinlich jetzt nicht so ultra spannend, aber draufspringen kann man auf jeden Fall bestimmt. Über eine Brücke oder so. Das Auto ist cool, Leute. Das gefällt mir. Ja, damit hätte ich auch Bock, eine Stadt drin zu cruisen. Mit dem Trevor. Das passt halt auch. Ja. Also hier passiert nichts mehr. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Wartet mal, ich fahre mal ein Stück nach vorne. Und ich würde gerne mal das Auto hier auf dem Gleis parken. Nein, aber davon natürlich aussteigen, logischerweise. Das wird jetzt wahrscheinlich schief gehen, weil jetzt hier so eine Scheißbrücke ist. Ich fahre mal ein Stück nach vorne. So. Wo ist denn der Zug jetzt? Wir haben da jetzt ein bisschen Sicherheitsabstand, ne? Ja, okay, dann parke ich den mal so, wie es gehört. Wie beim Überfall mit der Kutsche. Ich glaube, der Zug fährt einfach weiter, weil der hat einfach so einen kranken Bremsweg. Der kann nicht davor bremsen. Gucken wir mal. Okay, damit war zu rechnen.
gut. Aber schade, es gibt ja bei den Amis, normal haben die ja da so übelste Teile, die sind dann irgendwie, weiß ich nicht, tausende Waggons dran. Gibt's ja wirklich, ich weiß nicht, muss man mal googeln, was so der Rekord ist, oder längste Wartezeit mit dem Auto, wo ein Zug vorbeigefahren ist an der Schranke. Da gibt's bestimmt interessante Zeiten. Gut, ich würde sagen, wir wechseln jetzt einfach mal, können wir auf Franklin wechseln. Da haben wir ja noch die Lester-Quest, dann machen wir das erstmal. Mal schauen, was der Franklin gerade macht. Er wird ja gerade wieder in seiner Villa abhängen oder vielleicht mit Chop Grassi gehen. Ja, da können wir Chop mitnehmen. Und wir können ein bisschen wieder mit unserer Viper rumfahren. Waren übrigens geteilte Meinung so. Manche haben gesagt, yo, Bean, cooler Geschmack, geiles Auto. But shit, I ain't getting drunker. Super. Aber dafür läuft er eigentlich so ziemlich solide. Manche meinen, ja, dass das Auto total scheiße ist. Weiß ich nicht, ist halt mein Geschmack so. Ich werde aber auf jeden Fall dann noch andere Autos nehmen, die auch nochmal pimpen und die auch dann noch ein bisschen natürlich anders machen. Wir haben ja noch genug Möglichkeiten. Oh, das Motorrad hätte ich gerne. Aber ob wir das noch kriegen. Ja, da war auch schon wieder ein schönes Auto gewesen. Allgemein jetzt hier gerade, Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht, hab dran gedacht, achso, das ist die Tante. Was ist los mit dir? Okay, kriegt man den noch? Ah, Platz hier bitte. Danke. So, schön, hier ist Nachtleben von Los Santos. Ich mach mal Karte und wir fahren jetzt erstmal zum Löster wahrscheinlich. Hier oben haben wir ja, glaube ich, so ein Fragezeichen, das will ich jetzt erstmal auch noch nicht machen. Wie gesagt, ich versuche es erstmal sehr schnell zu dem Coup zu kommen. Ich kann ja jetzt, konnte ja mit Trevor nichts machen, also denke ich mal, kann sein, dass man es voraussetzt und mit denen hier noch die Quest lösen soll. Das ist gut und durchaus möglich. Aber die Fragezeichen machen wir auch noch. Allein mit dem Paparazzi-Typen und so hoffe ich, dass wir noch ein bisschen was zu tun haben, weil die zwei Quests, die wir mit ihm hatten, waren bisher immer sehr, sehr witzig gewesen. Kann man sagen, was man will. Oh, wie lang? Bin erstmal froh, dass wir das mit dem Hubschrauber hinbekommen haben. Das hätte schief gehen können. Das hätte durchaus schief gehen können. Lief ganz gut. Gut, dass ich da so ein schnelles Auto hatte. Und hat ja auch den Hubschrauber dann direkt gefunden und so, aber ich meine, so langsam komme ich ja auch ins Spiel mal rein. Ne? Das ist bei mir halt auch, GTA 4 ist halt schon eine Weile her, also ich weiß nicht, GTA 4, vielleicht vor anderthalb Jahren oder so hatte ich das noch gezockt mal. Also ich hatte zweimal gespielt, also zweimal durchgezockt und halt so in anderthalb Jahren Abstand jeweils oder so, ist ja auch schon ein bisschen älter. Und das war aber immer für den PC gewesen, also wo ich das letzte Mal auf der Konsole GTA gespielt habe, war glaube ich GTA 2 gewesen. Oder GTA 1, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich GTA 1 hier mit dem Add-on hier, wie hieß denn das, das mit London, wo man hier in London war, das war ja bislang das einzige GTA, das GTA 1 hier mit dem Add-on, was nicht in den USA gespielt hat, sondern in London halt, also in England. Und mit dieser Vogelperspektive und so weiter. Und GTA 3 hatte ich dann auch schon für den PC gespielt, also das ist mein erstes GTA auf Konsole sozusagen. Aber also man kommt so langsam dann rein, Gut, na, dann machen wir zum Lester. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Okay, also würde es wieder Sinn machen, dann jetzt hier in die Zigarettes-Aktie zu investieren. 9 Minuten haben wir nur. Scheiße, ich wollte nämlich noch schnell einen Waffenladen. Ich werde das auch machen. Ich will nämlich schnell einen Sniper holen. Ich hoffe, wir haben genug Geld dafür. Ah, der ist ja gleich hier. Ich hoffe, dass so viel Zeit ist. Ah, ich denke mal schon. Weste hole ich erstmal nicht. Oh, wieso haben wir nur $700? Wir hatten noch $7000 bekommen. Okay, dann können wir es vergessen. Dann hole ich noch ganz schnell, welche haben wir denn? Die haben wir. Oh, that thing is good for squirrels, birds, deer, mountain lions and two. Schalter können wir jetzt einfach mal ransetzen. Haben wir auch nichts Geld für. Das ist kacke. Wir haben doch $7000 bekommen. Habe ich die denn rausgehauen? Ich weiß es schon wieder nicht. So, Auto brauchen wir schnell. Oh nein. Ich hab's doch nicht.
Ah, nee, komm, das will ich jetzt nicht haben. Ja, das will ich auch nicht haben. Jetzt einfach das hier vorne. Also ein scheiß Kombi. Hier, komm, da hinten. Das sieht doch ganz okay aus. Das ist im Dunkeln. Ja, das ist okay. Damit schaffen wir es auf jeden Fall. So, los geht's. Schade, ich sagte, wir haben $7,000. Wir hatten ja $7,000 bekommen. Kann mich gerade nicht erinnern, wo ich das ausgegeben habe. Ach, bestimmt hier zum Upgraden noch für die Viber. Das kann sein, ja. Das kann sein. Wir waren ja dann auch nochmal bei der Viber gewesen. Oh, hier haben wir ein Motorrad. Nee, egal. Aber guck mal, hier ist nur 500 Meter. Da können wir uns jetzt sogar Zeit lassen. Aber dann sollten wir ja ein bisschen Kohle bekommen. Dann hole ich dann auch mal eine Sniper. Ich mag die Sniper eigentlich ganz gerne. So, da vorne ist unser Ziel. Die Frage ist, wie wollen wir es jetzt lösen? Ich glaube, ich steig mal hier aus. Dass wir irgendwie auf das Haus kommen oder so. Ja, hier rüber bestimmt, ne? Geht ja, ah, hier ist eine Leiter gewesen, guck mal. Kommen wir nach oben. Das Problem ist jetzt wäre natürlich ein Sniper schon cool, wenn wir jetzt so hoch machen. Muss ich erstmal schauen, ob ich überhaupt eine Chance habe, mit den Waffen, die ich habe, da zu treffen. Ein bisschen schneller hier. Guck mal, hier eine coole Dachterrasse. Reinkommen wir hier nicht, ne? Nein. Boah, cool. Ah, hier haben wir keine Deckung. Mal trainieren. Da unten ist er. Ja, das dürfte ich da hinbekommen, oder? Den hier. Ich hoffe, dass der das ist. So, Richtung Norden, Yacht vor der Küste bei Pacific Blues in der Nähe von Pipeline Inn. Muss ich jetzt hin. Okay, jetzt merke ich gerade, oh, jetzt schenke ich das erst. Dass wir mehrere töten müssen. Okay, machen wir jetzt hier flink. Ich hoffe, das kriegt noch hin. Hier scheint die geschwungen aus. Okay. Bitte nicht sterben. Ja. Er hätte auch einfach mal sich ein bisschen abrollen können oder so. Also, dass er da gleich die Kontrolle verliert. So rein ins Auto. Oh. Ich hoffe, dass das ja nicht noch sehr viel mehr Ziele wären, weil dann wird es doch knapp. Da habe ich mir dann vielleicht ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Und die Polizei sucht nach uns. Müssen wir hier lang machen. Scheiße, das wird jetzt hoffe ich, sehen die uns nicht. Jetzt haben sie uns gesehen, ne? Kann ich jetzt nicht ändern, müssen sie einfach durchdüsen. So, hier lang. Ja, da habe ich mir vielleicht nicht so viel Zeit gelassen. Ja, da wird es jetzt nochmal knapp wahrscheinlich. Da kann ich jetzt auch nicht ewig Position suchen, da muss ich eher wirklich reinfahren mit dem Auto und den vielleicht aus dem Auto aus dann töten oder so. Das hätte ich ja da auch schon machen können. Ich hätte halt gedacht, dass er irgendwie der besser bewacht ist oder dass er einfach. Keine Ahnung, ich einfach nur trainiert, dass es so easy ist. Das ist wieder Polizei, da muss ich jetzt auch vorbei, Leute. Muss ich halt nur fast tot schießen, aber da kriege ich noch mehr Sterne, ne? Das, wenn man noch ein paar Polizisten tötet, hat man eigentlich immer noch mehr Sterne bekommen. Hier müssen wir lang. 4 Minuten 30. Na, es kommt drauf an, wie viele Ziele wir dann noch töten müssen, das weiß ich nicht. Und schon wieder Polizei. Wenn wir hier lang fahren, dann passiert irgendeine Scheiße. Ja. Scheiße. Fuck, okay, jetzt habe ich Mist gebaut. Komme ich hier lang? Und dreh mal um. So, jetzt können wir weitermachen. Gott sei Dank gibt es diese Möglichkeit, dass man das hier drehen kann. Ja, das war keine gute Idee, ich weiß. Welche Überraschung! So, aber jetzt hier, komm, wir sind gleich da. Au! Ja, das ist jetzt scheiße mit der Polizei. Der ist auf der scheiß Yacht drauf. Ich muss jetzt hier aussteigen, geht nicht anders. Oh nein, Mann, das kannst du mir doch nicht erzählen, Franklin! Ein bisschen mehr Geschick, bitte. Ja, das ist jetzt auf der scheiß Yacht drauf. Ich muss erstmal Deckung gegen die Polizisten wegschießen. Und das sind richtig viele. Waffe, ganz ruhig. Hier ist einer. Hammer. Jetzt haben wir schon 3 Sterne. Fuck, okay, ich bin gleich tot hier. Das habe ich verkackt. Leute.
Oh, wir haben noch ein bisschen Leben. Kann noch was werden. Es werden halt immer mehr Polizisten. Das ist das Problem. Ich muss den versuchen jetzt irgendwie... Ich kann doch nicht die ganzen Polizisten hier töten. Das werden da immer mehr und mehr und mehr. Ich krieg die noch niemals getötet. Wie soll ich denn das machen? Ich hab auch keine Sniper. Ich hätte die abschütteln müssen davor. Anders geht's nicht. Nee, das hab ich verkackt jetzt hier. Noch gleich tot. Vielleicht jetzt nochmal probieren. Okay, das war's. Scheiße! Ja, müssen wir normal machen, aber jetzt weiß ich ja, was los ist. Also, ganz schnell den Typen töten. Wahrscheinlich müssen wir das normal machen. Und dann im Anschluss sehr schnell die Polizei also loswerden. Und dann kann man erst auf die Idee kommen, den dann zu töten. So einfach ist das.